herzlich willkommen zum letzten Themenabend 2017 zum Thema Werte. Der Titel lautet Umgang mit Wertkonflikten und der Eingang zu dem Thema, der war bei mir motiviert durch eine Beobachtung, wenn ich Bekannte und Freunde frage, wo unsere Werte herkommen, wer sie vertritt, wer sie vermittelt, ist meine Beobachtung, bekomme ich sehr oft das Christentum als Rückmeldung, als Träger von Werten, auch von Leuten, die gar nicht mal so religiös sind. Anscheinend hat sich das Christentum viel tiefer verankert als Werteträger im Bewusstsein. Wir haben aber viele andere Wertequellen, die unser Zusammenleben bestimmen. So ein Satz wie Nächstenliebe kommt sehr schnell, aber sowas wie ein kategorischer Imperativ oder die goldene Regel, die kommt eher selten. Also Religion steht da im Vordergrund. Ich habe hier auch nochmal das Blatt von der Frau Professor Pieper mit dabei. Das ist eine Zusammenstellung. Ich habe mir das mal selbst so beieinander gefügt, was mir so eingefallen ist an Werteträgern. Das ist nicht vollständig, es ist eine Art Brainstorming. Und wenn man sich jetzt diese Werte im Einzelnen anschaut, dann gibt es Werte, die scheinen sich zu ähneln. Also die christliche Nächstenliebe, die korreliert vielleicht ein bisschen mit der Mitmenschlichkeit aus der Aufklärung oder aus der Soziologie mit der Fürsorge. Aber es gibt eben auch Werte, die sich diametral widersprechen oder sich zu widersprechen scheinen. In der Soziologie zum Beispiel eben die Fürsorge, gleichzeitig die Idee der Selbstverantwortung. Aber auch in den einzelnen Bereichen gibt es Widersprüche. Im Christentum ist der Mensch als autonomer Träger nicht denkbar ohne die Figur Gott. Und in der Psychologie ist die Autonomie ein sehr eigenständiger, unabhängiger Bereich. Das Wertpanorama zeigt, Wertekonflikte sind vorprogrammiert, die gehören zu einer Wertekultur dazu. Und Wertekonflikte entstehen, wenn sich zum Beispiel gleichberechtigte Anschauungen in ein und derselben Sache gegenüberstehen. Es gibt jetzt verschiedene Verfahren und Methoden, um mit Wertkonflikten umzugehen, um eine konstruktive Lösung zu finden. Und eine davon ist das Wertequadrat, das möchte ich heute Abend vorstellen. Das ist ein kleines Instrument, um vielleicht mit Wertkonflikten, die man selber erlebt, mal umzugehen. Ich kenne das Wertequadrat aus dem Pflegeberuf. Es gibt häufig Situationen, wo in der Familie unterschiedliche Ansichten über Therapie, über Sterben, Sterben lassen, Sterben wollen sind. Und das Wertequadrat kommt da sehr oft zur Anwendung. Ich kenne es auch aus der Therapeutik, in der Psychologie wird es verwendet. Und es ist Bestandteil von Ausbildung in sozialen Berufen. Mit gegenläufigen Wertvorstellungen haben verschiedene Leute schon experimentiert. Ich habe ein bisschen recherchiert zum Wertequadrat. Vorläufer gibt es da schon bei Aristoteles, der mit unterschiedlichen Konstellationen gearbeitet hat, um Lösungen zu finden. Und in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben dann Psychologen mit Schwerpunkt Kommunikation wie Schulz von Thun oder Hellwig das Wertequadrat entwickelt. Und das sieht so aus. Das ist das Wertequadrat. Das ist eigentlich sehr einfach. Kennt das jemand schon? Okay. Die viereckige Anordnung vom Wertequadrat, die hilft, die Annahmen, die Grundannahmen, die das Wertequadrat zum Thema Werte macht, darzustellen und auch die Verwendung. Die erste Aussage, die erste Annahme, die das Wertequadrat macht, ist, dass wenn es einen Wert gibt, eine Wertseite, wird es immer einen Gegenwert geben. Also ein Wert alleine kommt nie alleine. Wenn eine Gruppe von Menschen zum Beispiel die Gleichheit propagiert, als Maxime hat für ihr Zusammenleben, wird in irgendeiner Form irgendwann der Wunsch nach Individualität oder Unterschied laut werden. Wenn es Fleischesser gibt, wird es nicht Fleischesser geben und so weiter. Also das ist die erste Annahme oder
deduktive Aussage, die das Wertquadrat macht. Ein Wert kommt nie alleine. Wenn es einen Wert gibt, gibt es mindestens einen Gegenwert. Das ist ein Faktum. Und die zweite Annahme, die das Wertquadrat macht, ist die, dass der Wert, also auch der Gegenwert, in einem positiven Bereich sein können. Das ist hier grün dargestellt. Positiv bedeutet, Dialog ist möglich, die Positionen sind weich, sind beweglich, verhandelbar, kompromissbereit, also da ist Leben drin. Und je mehr die Werte in eine negative Übertreibung gehen, Wert wie Gegenwert, desto mehr verhärten sich Positionen. Hier ist zum Beispiel Argument und Dialog Zentrum, hier unten ist Dogma und Abgrenzung die Folge. Die Übergänge sind natürlich fließend, aber das ist die zweite Annahme, die das Wertequadrat macht. Die Werte können in ein Extrem gehen. Das sind so die ersten beiden Annahmen. Jetzt bei der Verwendung vom Wertequadrat gibt es noch die Überlegung, man fragt nicht nur, wenn man das Wertequadrat verwendet, wie wird aus einem gemäßigten, verhandelbaren Wert ein Extrem, sondern, und das ist eine sehr wichtige Frage beim Wertequadrat, ich begründe das noch, wenn wir anscheinend einen negativen Wert vorfinden, möchte das Wertequadrat auffordern, den positiven Kern dieses Extrems herauszuarbeiten, daran zu gehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Begründung kommt noch. Ich mache mal ein Beispiel, wie das Wertequadrat, das ist ein Klassiker, wenn man mit dem Wertequadrat arbeitet. Ich beginne mit einer negativen Übertreibung oder einem negativen Wert. Das wäre der Geiz. Der Geiz hat in seinem Inneren die Fähigkeit des Sparens. Und damit wären wir bei dem positiven Kern, der jetzt in der negativen Übertreibung liegt. Wenn wir jetzt nach dem positiven Gegenwert des Sparens suchen, dann kommt man vielleicht auf einen Begriff wie großzügig. Aber auch die Großzügigkeit kann pervertieren und in eine Verschwendung münden. Und das ist bei Aristoteles, er hat das schon angedacht, dass es von allen Gegensätzen gibt es einen Mittelraum. Und wahrscheinlich würde jeder von uns am Tisch sagen, wenn man beides kann, ist es gut. Also beide Fähigkeiten gehören zum Leben, gehören zu einem ausgeglichenen Leben, gehören zu einem positiven Zusammenleben dazu, während die Extreme das ist, was man vermeiden will. Jetzt könnte man natürlich die Annahme machen, ja, wenn ich aber jemanden für geizig halte, und er ist es, und ich finde, dass er es ist, warum soll ich das Argument abschwächen und zum Sparen übergehen, wenn ich ihn für geizig halte? Das ist jetzt die interessante Frage. Und da kommt man zu einem weiteren wichtigen Punkt beim Wertequadrat. Es geht um Neigung. Der Hintergrund ist der, oder Filter. Der Hintergrund ist der, wenn ich jetzt zum Beispiel aufgrund meiner Biografie ein starker Sparer bin, also ich habe hier meine starke Seite, habe vielleicht durch Sparen zweimal einen Bankrott verhindert, was auch immer, oder ich bin erzogen worden dazu, dann habe ich hier meine Stärke. Bei C.G. Jung wäre das Lichtseite, er würde das wahrscheinlich so beschreiben. Das ist die Seite, die ich gut kann, mit der ich identifiziert bin, mit der kenne ich mich aus. Und was ich auf jeden Fall als Sparender vermeide, ist natürlich das andere Extrem. Das vermeide ich wie die Pest, aber wahrscheinlich habe ich als sparender Mensch, der entsprechende Erfahrungen gemacht hat, auch hin und wieder Mühe mit der Großzügigkeit. Aber es könnte sein, dass ich hier erreichbar bin. Umgekehrt hat vielleicht ein Partner von mir, der nie finanzielle Engpässe hatte und eigentlich immer großzügig leben konnte, mit meinem Verhalten auch eher Mühe, weil er mich eher tendenziell als geizig empfindet. Und bei der Suche nach dem positiven Kern geht es eben darum, die meisten Menschen, wenn sie Konflikte haben,
das ist nicht Vorsatz, sondern es sind Filter, die wir haben, Schemata, Neigungen, die jeder von uns hat. Und die gilt es aufzuzeigen in dem Wertequadrat. Und wenn dieser Schritt verstanden wird, dann kommt man hier unten zum Beispiel vom Vorwurf. Das sind ja eher Vorwürfe. Geiz ist ja eine Tugend, die man nicht will. Und es geht eher Richtung Anklage. Je mehr wir in den grünen Bereich kommen, desto mehr geht es in Richtung Dialog. Und es geht nicht darum, die Dinge schön zu reden, sondern zu erkennen, was das tiefe Motiv hinter einem Verhalten ist oder einer Meinung. Das Wertequadrat kann man auch verwenden, um gar nicht einen Konflikt zu lösen, wenn er mal da ist. Man könnte ihn, wir haben ihn zum Beispiel auch so gelernt, er kann als Guideline dienen in der eigenen Argumentation. Wenn jetzt meine Partnerin zum Beispiel sehr stark hier wäre, auf der Seite mit Sparen, ich bin eher großzügig veranlagt, wir leben zusammen, es funktioniert, ich habe jetzt nächste Woche Geburtstag und dann möchte ich gerne eine gute Feier machen und soll auch guten Wein geben, dann wäre die Frage, wie vermittle ich es meinem Partner? Und es geht jetzt bei der Argumentation, ich mache das ein bisschen ideal, aber wenn man jetzt argumentiert mit dem Wertequadrat, wenn man sich diese Positionen bewusst macht, wer wo ist, wer wo seine Stärken hat, dann kann ich zum Beispiel sagen, liebe Partnerin, ich schätze deine Fähigkeit zum Sparen sehr, das ist ein wichtiger Teil von unserer Beziehung, hat bisher prima funktioniert, möchte ich beibehalten, ich habe nächste Woche eine Geburtstagsfeier und die möchte ich gerne großzügig gestalten. Und dazu werde ich an unser gemeinsames Haushaltsgeld ran müssen. Diese Feier soll aber nicht Tor und Tür öffnen zu einem verschwendungsreichen Leben. Mir ist bewusst, dass das Sparen ein wichtiger Teil ist. Also so, in der Art funktioniert das. Und zum Beispiel das Wertequadrat haben wir auch in dem Sinne gelernt, wenn ich zum Beispiel Kritik anbringen will, wenn ich aufzeigen will, wo eine Tendenz hingehen soll. Also wir haben zum Beispiel Schüler, die sind sehr fähig, die Patienten zu fragen, was sie wollen, was sie brauchen. Aber oft in Situationen bei Operationen kann ein Patient nicht entscheiden. Und du musst dann zum Beispiel mehr auf Vorgaben machen, weil sie kennen sich in der Situation nicht aus. Und dann muss ich ein bisschen mehr direktiv sein oder steuern. Und das wäre so ein Punkt. Es geht, wenn ich zum Beispiel jetzt hier dem Patienten die Freiheit lassen, die Wahl lassen, und dann zeige ich dann mit diesem Wertquadrat auf, dass es Freiheit geben, Struktur geben, wäre das positive Gegenteil. Und mit dieser Art Argumentationskette kann man die eigene Argumentationsfähigkeit schulen oder dann eben halt auch verschiedene Positionen in einem Wertekonflikt aufschlüsseln. Das wäre schon der theoretische Teil. Ich habe mir für heute Abend mal was Praktisches überlegt. Also wenn es Fragen gibt, beantworte ich die gerne noch. Mein Vorschlag wäre jetzt, weil das halt doch abstrakt ist, ich habe einerseits hier so einen Wertkonflikt, ein Beispiel aus der Wirklichkeit mitgebracht. Das ist eine Situation mit einer Familie. Und man könnte mal anhand dieses Schemas des Wertequadrats das aufschlüsseln, analysieren, einfach mit dem Wertequadrat mal umgehen, damit experimentieren. Das wäre die eine Idee. Die andere Idee wäre, wir haben ja hier diese Werte. Könnte man sich zum Beispiel überlegen, welche davon sind positiv formuliert, wo befinden sich Gegensätze, was passiert, wenn sie ins Extrem gehen. Einfach mal zuordnen mit den Werten. Also mein Angebot des Abends ist, mit dem Wertequadrat zu experimentieren. Eine Idee wäre noch, also man könnte, wenn jetzt zum Beispiel das Fallbeispiel gewählt wird, wäre auch interessant, wenn man zwei Gruppen hätten. Was macht die, zu welchen Lösungen kommt die eine Gruppe, wie geht die andere das Thema an, was wird daraus erkannt? Das wäre mein Angebot zum Abend. Ja, gibt es Fragen im Moment? Ja, höchstens da, also ich habe es soweit gut verstanden, also ich habe das nicht gekannt, das war. Aber ich denke, wenn man
gegensätzliche Werte vertritt, dann sollte man möglichst natürlich im grünen Bereich bleiben. Also ich denke, Verständigung zu finden, oben rechts mit unten links und so weiter, das wird dann extrem schwierig, oder? Und da gilt es wahrscheinlich aufzuzeigen, er ist offensichtlich schon sehr weit, also im dunklen, im negativen Bereich, also ihm helfen, genau, dass er in den grünen Bereich kommt. Oder eigentlich diskutieren kann man im Grunde genommen nur oben aus dem grünen, ja, Bereich. Also das Wertequadrat, das hat auch seine Grenzen, das ist ganz klar. Ja. Also wer mit dem Wertequadrat schafft, da wäre es gut, wenn alle Beteiligten wüssten, was das ist. Das ist ein bewusstes Schema da. Und der Israel-Palästina-Konflikt wird damit nicht zu lösen sein. Also das ist zu heftig. Ne? Oder andere schwere Themen. Das bringt, oft sind der Situation in Verfahren, gerade auch in, also ich kenne es eben vor allen Dingen in der Familiensituation. Und da spielen Emotionen eine Rolle. Gleichzeitig kennt man seine eigenen Motive oft gar nicht. Trotzdem hat man eine Verbindung zu den Menschen und will eigentlich ja auch Frieden und auch mit Freunden oder so pflegen. Und trotzdem kommt man aus einer verknurzten Situation nicht raus. Und dafür ist das Wertequadrat primär gedacht. Das hat für die größeren Themen braucht es dann mehr Schusskraft wahrscheinlich als das. Aber es ist auch eine Hilfe, so die eigenen Tendenzen mal zu sehen, wo habe ich meine eigenen Stärken. Wäre auch eine interessante Frage zum Beispiel. Warum ist denn Herr Peter Wolf da? Jawohl. Ja. Wäre zum Beispiel auch eine interessante Frage. Wir als agnostisch orientierte Gruppe, wenn man jetzt mal mit einem religiösen Menschen zu tun hat, gibt es da Möglichkeiten, auch positive Aspekte zu sehen? Geht das? Das ist eine Frage, es ist keine Behauptung. Oder befinden wir uns zum Beispiel uns emotional häufig hier unten in dem Bereich auch. Ne? Und das gibt es natürlich in allen Gruppierungen. Aber wenn ich zum Beispiel, ja, die Nächstenliebe ist ja an sich mal primär wahrscheinlich mal, aber es gibt Reaktionsmuster. Wenn ich das Wort höre, kommen sofort Emotionen hoch und wäre interessant, dann mal aufzuschlüsseln, ob das funktioniert. Schnitzel kann auf dem Wert schwierig, aufgrund von einer Reaktion von einer Person. Das genau, das Austüfteln von, also diese Worte beschreiben, dazu sollte man sich Zeit lassen. Das braucht manchmal, um was es genau geht, das ist das Schwierige. Und oft gibt es mehrere Themen hintereinander. Also es gibt dann 4, 5 Wertequadrate mit verschiedenen Themen. Und also die Worte finden oder Formulierungen finden, die das genau beschreiben, die das widerspiegeln, das ist dann, dafür sollte man sich Zeit nehmen. Das braucht doch ein bisschen Fantasie auch. Oder man probiert es tatsächlich aus. Wie wäre es denn, wenn man dann, ist es das? Und dann nach 5 Minuten stellt man fest, nee, das ist es nicht. Es ist was anderes, ein anderes Thema. Der Konflikt könnte eher vielleicht darin liegen, wie sehe ich mich und wie sieht der andere? Ich betrachte mich vielleicht als sparsam. Und der andere, der große, ja, meinte, das ist ein Geizhals. Und umgekehrt auch. Also genau. Die Selbstreflexion. Ja, genau. Das ist natürlich die Brille, die du aufhast. Wenn du selber großzügig bist, siehst du den Sparsamen eher als Geizhals. Genau. Aber eben, es geht nicht nur darum, um Zuordnung, sondern dann kommt ja vielleicht ein Dialog in Gang. Dann geht es auch darum, ja, ich habe also bisher so und so gelebt und ich hab jedes Mal erlebt, wenn ich großzügig bin oder wenn die Familie großzügig ist, passiert was und das will ich nicht mehr. Und dann wird klar, warum ich dann so sparsam zum Beispiel bin. Also okay, alles gut. Ja. Der Leo, entschuldige, dass ich nicht komme. Ja. Ja, du kennst das Wertequadrat, sagst du. Kenne ich das? Vielleicht. Es gibt verschiedene Varianten. Naja, nein, was ich noch sagen wollte, ist, ich finde es sehr gut, dass du so eine offene Struktur für heute planst. Muss einfach aufpassen, dass es nicht ins Chaos ausartet. Darum bitte ich dich, vielleicht ein bisschen Struktur dann hineinzubringen, ohne dabei diktatorisch zu werden. Ich finde das hier ein Fallbeispiel, das man ganz einmal analysiert hat. Was vielleicht auch noch zu beachten ist bei Konflikten, wie du es gesagt hast, Palästina, Israel, das ist natürlich, geht es nicht nur um Werte, sondern geht es natürlich auch um Interessen. Also die Palästinenser haben andere Interessen als die Israeli. Und so wie sie aktuell formuliert sind,
kann man die nicht unter einen Hut bringen. Ja. Müsste man sich irgendwie mal mit dem auseinandersetzen. Ja. Ja. Fallbeispiel wäre, Olivier, wäre es von dir? Und ich finde das gut, wenn man zwei Gruppen macht, irgendwie, die vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Okay. Wer mag, macht mit. Ist gut. Also, das Fallbeispiel ist hier. Kannst du mal durchgehen? Also, was man auch machen kann, wäre zum Beispiel, also ich kenne es jetzt zum Beispiel so, man könnte das auch zu dritt machen. Zwei spielen die Parteien und der dritte versucht man mit dem Wertekollektiv zu vermitteln. Könnte man auch probieren. Also mal anfangen, wir fangen mal an. Und ich gehe so rum und versuche sie zu supporten. Das Geld hier auch noch für die Gruppe, die auch noch die Papiere zu machen. Schwierig. Ja. Interessant. Vorschlag wäre vielleicht so zusammenfassend, mache ich mal aus jeder Gruppe irgendwie jetzt hier mit dem Guides und so. Ich weiß mal selber. Ja, habt ihr irgendwie einen Schwerpunkt gefunden? So was mit der Verteilung her? Soll das mal auch notieren oder? Okay, was soll ich tun? Ich bin in Miriam. Also wenn man die zwei Töchter anschaut, haben wir bei der Tochter A als positiven Wert Fürsorge. Die negative Übertreibung haben wir Bevormundung. Bei Tochter B Selbstständigkeit. Als positiver, es ist eigentlich kein Gegenwert, aber ihre Position. Und als negative Übertreibung direktiv. Direktiv in Bezug auf was? Nicht selbstständig, sondern kommandieren. Tochter B. Könntest du aber auch sagen? Ja, da haben wir lange diskutiert. Wir haben es dann irgendwann aufgeschrieben. Und jetzt haben wir noch die Mutter, haben wir halt auch ins Zentrum nicht vergessen wollen, weil es geht ja nicht um sie. Ich mache dir mal ins Blaue hin. Ja. Und der Mutter, da haben wir so ein bisschen Selbstverantwortung. Hier oben. Ja. Wer positiver Wert? Selbst. Verantwortung. Weil sie will ja nicht Eigenständigkeit versus Unselbstständigkeit. Das wäre hier. Aha, ja. Also, aber Unselbstständigkeit. Okay. Eben, uns hat eine Dimension gefehlt. Unselbstständig, selbstbestimmen, ja. Selbstverantwortung, unselbstständig. Bei der Mutter. Mhm. Auch da was? So wie sie mit der Mutter. Nein. Okay. Ich. Wie ist es das mit drei Personen? Das ist mir schwer gefallen. Ja. Logisch, die zwei Töchter haben Streit. Aber schlussendlich geht es ja um die Mutter, oder? Genau, also der Punkt ist, meistens so Situationen, die löst man in mehreren Sets, wenn. Mhm.
und dann muss man Schritt für Schritt dann machen und der Arzt muss noch dazu hören. Ja, genau. Also es sind auch sehr viele gewesen, die Szenerie, das ist schon so. Aber eben der Punkt ist zum Beispiel auch, wenn wir jetzt so bei der Tochter A machen, was, wenn ihr beschreibt, positiver Wert Fürsorge, was für ein Verhalten legt sie denn an den Tag, dass die Fürsorge rechtfertigt? Das ist vielleicht auch so, grundsätzlich. Also, wir haben eigentlich gedacht, dass beide Töchter eigentlich fürsorglich sind. Dass das eigentlich weniger das Kriterium ist. Die Tochter A, im negativen Sinn, die bevormundet die Mutter, indem sie alle Medikamente, die also nicht der Hausarzt verschrieben hat, aussondert, negativ. Wenn das positiv sein sollte, dann müssten eigentlich das in die Richtung gehen, sie soll aufzeigen, wo die Gefahren liegen und vielleicht einen sanften Druck, dass die Mutter selbstständig quasi das aussondert. Bei der Tochter B wäre negativ, sie sagt, die Mutter weiß dann schon Bescheid, vollkommen frei, oder? Das wäre dann eher in diesem Bereich, also negativ. Und wenn sie also im positiven Bereich sein sollte, dass sie eigentlich Entscheidungshilfen auch liefert, aber der Mutter doch recht große Freiheiten lässt, will sie entsprechend diese Entscheidungsgrundlagen also handeln oder nicht. Ja. Also ich dachte, auch ja, bitte. Also vollkommene Entscheidungsfreiheit ist ja nicht per se nicht etwas Negatives. In dem Fall schon. Die Mutter hat ja quasi einen Kollaps gehabt. Wir waren uns auch nicht überall einig, also wir haben mir am besten gefällt hier der Begriff Verantwortungslosigkeit. Ja. Und rechts. Ja, das kann man. Also die Mutter hat eine beginnende Demenz und die könnte dann dazu führen, dass sie sich eben, dass sie viel noch regeln kann, aber bei den Medikamenten das nicht mehr schafft. Ja, weil die Entscheidungsfreiheit ist nur eine negative Übertreibung in dem Fall, wo die Mutter eben nicht mehr selbst entscheiden kann, weil sie eine beginnende Demenz hat. Ja. Solange sie noch bei klarem Verstand ist, ist die vollkommene Entscheidungsfreiheit nicht unbedingt schlecht. Aber ich finde gerade das Beispiel finde ich jetzt sehr interessant, weil unten haben wir wirklich die Ist-Situation. Auf der einen Seite Tochter A, die bevormundet, und auf der anderen Seite Tochter B, die ihre völlige Entscheidungsfreiheit lässt. Und wenn wir jetzt das, was du gesagt hast, beides versuchen ins Positive zu schwenken, dann sieht man, dass die Differenzen enorm klein sind. Die sind gar nicht mehr so groß. Genau. Grundsätzlich sollten beide Entscheidungshilfe liefern, die eine vielleicht ein bisschen mehr Druck, die andere vielleicht wieder ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit. Aber ich finde das Beispiel finde ich von daher richtig spannend, wie du im Prinzip, es geht ja dann schon Richtung Konfliktlösung. Mhm. Die zwei unteren extremen Punkte, die sich völlig widersprechen, wenn du aus beiden eine positive Sache daraus machst, dass du dann plötzlich feststellst, ja, so weit ist das gar nicht mehr auseinander. Es ist, und also ich denke, der Punkt, zum Beispiel, dass ihr die Medikamente wegnimmt, das ist eine Notmaßnahme. Das ist also eine Verhinderung von größeren Sachen in der Zukunft. Und das ist mal ein Punkt, also eben deswegen mehrere Settings, damit auch nachvollziehbar wird, was passiert. Und zunächst kommt in der erste Akt den Gewaltakt vor, nimmt einfach alle Medikamente mit weg, sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass die Mutter sich nicht mehr gefährdet. Ja. Und das sind diese ganzen widersprüchlichen Aspekte, die scheinen im Wertequadrat dann so auf. In einem ersten Schritt kann das ja sogar auch noch positiv sein, weil dann sind die Medikamente mal fachmännisch aussortiert in was ist eigentlich verschrieben und was nimmt sie zusätzlich. Und dann weiß man auch quasi, mit was man sich nochmals befassen muss. Ja. Wir haben dann noch die Mutter analysiert. Und zwar positiv wäre, wenn sie nur auf ihren Hausarzt hören würde. Und negativ, und das macht sie offensichtlich, ohne... Das ist die Antriebetreibung, das wäre negativ. Also einfach grundsätzlich alles akzeptieren, was von irgendwelcher Seite kommt. Also, nein. Also die Mutter ist jetzt in der Situation, dass sie im Prinzip sich zwar breite Informationsgrundlage verschafft, offensichtlich, wo irgendwoher weiß sie, welche Medikamente sie nehmen muss, aber
sie glaubt ungeprüft alles und schluckt dann auch alles. Das ist dann hier. Das ist auf der rechten Seite. Das ist eigentlich die Situation, wo die Mutter drin ist, wo wir sie rausholen wollen. Der positive Gegenwert wäre auf den Fachmann hören, also hier auf den Arzt hören. Und die Übertreibung des auf den Fachmann hören wäre dann blinder Gehorsam gegenüber dem Hausarzt. Also es ist sicher nicht schlecht, sich, sich weitere Meinungen einzuholen. Genau. Das kann man der Mutter auch so verkaufen. Genau. Aber es sollte dann nicht quasi in der Beliebigkeit enden, dass man alles schluckt, was einem irgendwo gesagt wird. Und dann haben wir uns noch Gedanken gemacht über den Punkt, wer von den beschriebenen Personen zur Konfliktlösung beitragen könnte. Dann haben wir gedacht, im Prinzip, wir haben ja noch den Arzt und den Apotheker als mehr oder weniger neutrale Drittpersonen und eigentlich oder auch den Notarzt, den Hausarzt und den Notarzt. Und eigentlich sind alle darauf geschult, Nebenwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten zu erkennen. Das heißt, eine Lösung könnte zum Beispiel in die Richtung gehen, dass die Mutter in Zukunft, wenn sie sich etwas besorgen will, zum Apotheker geht, man aber den Apotheker informiert, was der Hausarzt verschrieben hat, und der Apotheker dann mögliche Nebenwirkungen klärt. Und wenn es halt die Mutter dann vielleicht unbedingt trotzdem haben will, okay, aber dass mindestens da noch eine Instanz, eine Kontrollinstanz dazu kommt. Oder es gibt eine Liste mit den Dingen vom Hausarzt, die noch aus seiner Sicht dazukommen könnten. Zum Beispiel. So. Und im Prinzip, sie kann mit der Liste eigentlich zu jeder Fachperson gehen. Sie kann auch zum Hausarzt, sie kann zum Apotheker. Mindestens beim Apotheker hat sie noch eine Zweitmeinung, wenn sie nicht nur auf den Hausarzt allein hören will. Wir sind aber noch die dritte, noch zwei Dimensionen, wo das ein bisschen übersteigen. Das eine ist, man müsste die Lebenshaltung der Mutter einmal anschauen, vielleicht so aufziehen. Genau, alle Dinge. Wenn sie leberliche Probleme können sie auch trinken. Der Rattenschwanz ist immens. Genau, zwei Schwestern einmal an, oder vielleicht ist das ja nicht das Thema, Der Hauptkonflikt wird sich ja wahrscheinlich so äußern, dass die beiden Töchter unterschiedlich handeln und die Mutter nochmal in die Situation kommen könnte, sich die Leber zu überlassen. Weißt, ich mein, das ist die primäre. Ich meine, es könnte ja sein, dass beide um die Liebe von der Mutter buhlen. Und gerne. Und die versuchen, auf die anzuhalten. Das sind immer diese versteckten Nebenbedingungen in allen Konflikten. Ja, genau. Ich glaube, also, da müssen wir zum Beispiel, warum die eine Tochter hier das mit den Medikamenten erlaubt, kann eben eine Neigung sein, aus irgendeinem Motiv raus, dass sie ihrer Mutter nicht Nein sagen kann. Mhm. Kannst du, das ist zum Beispiel das Religiöse. Religiös heißt, du sollst deine Eltern ehren und lieben. Es steht nirgendwo in den religiösen Gesetzen. Also, dass du lange lebst. Ja, genau. Es steht nirgendwo geschrieben, zum Beispiel, dass du darfst deinen Eltern auch mal Nein sagen. Ne? Also diese Aspekte fehlen in dem christlichen Wertesystem. Die sind ja später entwickelt worden. Und viele Leute sind heute davon, das merke ich im Spital, oder davon geprägt. Oder man hat sich ein Eheversprechen gegeben und da gibt es so unausgesprochene Erwartungen. Und da ist ganz viel im Hintergrund, was nie ausgesprochen wird. Ne? Und da ist noch eine, eben die Dimension hier hinten, der Schatten, der ist riesig. Ne? Das wir haben übrigens gekommen, ist eben das Recht auf Selbstbestimmung. Ja. Ist grundsätzlich was Positives. Ja. Ich habe vorhin in der Gruppe das Beispiel des Suizides gebracht. Der Suizid, das Sorge ist natürlich was Negatives. Aber dass die Person das Recht hat auf Selbstbestimmung und das auch durchführen kann, die Selbstbestimmung haben, das ist ja wieder positiv, oder? Wenn sie das will, ja, wenn sie das wirklich will, oder? Oder auch hier, also die Tochter B, die hat jetzt nach meiner Meinung das Recht auf Selbstbestimmung höher gewertet als ihre Gesundheit, während die Tochter A die Gesundheit höher gewertet hat als das Recht auf Selbstbestimmung. Das wäre so eben die Gewichtung, das ist so ein Punkt, der kommt dann mit dem Wertequadrat raus. Wo liegen die Neigungen und die Gewichtung? Genau. Und das ist dann der Kern vom Konflikt. Aber dort wird es dann schon wesentlich schwieriger. Weil das zu lösen, weil das ist eine Ansichtssache. Also eine sagt, weil das sehen wir eben im Bereich von Suizid auch, Suizid ist falsch, darf nicht sein, und früher hat man ja eben nicht mal auf dem Friedhof beerdigt, sondern musste irgendwo verscharrt werden und so weiter, wurde als absolut verächtlich angeschaut, und heute sind wir der Überzeugung doch, dass dieses Recht grundsätzlich besteht und da sollte Leute auch nicht zu verurteilen sind. Was noch ein Punkt ist, es kommt natürlich auch auf die Profession an. Ich habe die Berufe ja auch erwähnt
Und da spielt das natürlich auch eine Rolle. Kenntnisse, das spielt auch eine Rolle. Oder Unkenntnis, die können eine Situation auch bestimmen. Und jemand, der mit der Materie dann wenig zu tun hat, oder bei mir wären es andere Themen, wo ich keine Ahnung habe, da kann ich auch Fehlentscheidungen treffen, auch aus mangelndem Wissen zum Beispiel. Das spielt ja auch eine Rolle. Und hätten wir als Lösungsansatz noch gesagt, wir müssen zuerst einmal eine klare, saubere Ziel setzen. Genau. Mit der Mutter und mit den Töchtern, mit dem Arzt. Also wir müssten mal feststellen, ist denn Gesundheit wichtiger als das Wohlbefinden zum Beispiel? Also ein anderes Problem. Für dieses Leben noch Wohlbefinden. Oder wenn das Leben verkürzt wird und für das Wohlbefinden gerade. Vor allem mit der Mutter müssen wir mal eine Zielsetzung machen. Wofür sie die Medikamente haben will. Ob sie lieber einfach quasi palliative Medikamente haben will. Genau. Also diese Szene, ich war bei der Lösung leider nicht live dabei, ich habe den Anfang mitbekommen. Eine andere Szene war zum Beispiel, wo eine Familie, der Mann war schwer krank, die eine Familienhälfte wollte das ganze medizinische Programm, die andere Hälfte der Familie wollte Rückzug sterben lassen. Und der Mann hat sich nicht entscheiden können, und das ging mehrere Wochen so. Was nun auch ein Ansatz ist, wir haben dann mit der Familie so gesprochen, auf was wir uns einigen können. Was sind die Grundbedingungen, auf die wir, die alle Parteien bejahen? Er soll keine Schmerzen haben, keinen Durst und gut atmen können. Das war, also man kann auch mit mal so anfangen, von unten Basic schaffen und dann arbeitet man sich von unten an das Thema ran, geht weniger von den Differenzen her, sondern schafft von unten hoch. Und du schaffst so eine gemeinsame Basis, ja, genau. Der sich vielleicht dann okay, da können alle zu ja sagen. Und dann haben wir erstmal einen Punkt erreicht. Ne, so. Und könnte zum Beispiel hier das Ziel sein, dass die Mutter nicht nochmal in Leberkoma fällt. Das ist das Ziel. Das erste wichtige, und dann kann man sich, was können wir dazu beitragen? Das mit den Zielen ist ein wichtiges Thema. Ja. Habt ihr noch einen Beitrag oder eine Frage? Also, vieles ist schon gesagt worden. Also, wir sind auch zwischen den zwei Schwestern. Weißt du nicht, wie die. Wir haben die liebste Kind zu der Mami sein und du nicht. Auf das sind wir auch gekommen. Und von einer Naivität, von wie finde ich dann, ich weiß nicht wissen, das haben wir eigentlich auch. Konflikt von einem auch, oder? Ja. 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 Und als Tochter auch, die setzt sich eigentlich in einem Konflikt aus, einerseits mit der Schwester, aber auch mit der Mutter. Mhm. Obwohl sie eigentlich der fürsorgliche Gedanke ist im Hintergrund und die Tochter B, die könnte sein, dass sie einfach eine Konfliktverwaltungsstrategie haben. Ja. Ja. Und das ist ja auch die Frage, das ist ja eigentlich schon was Selbstzerstörer ist, was die Mutter macht. Oder? Wie weit darf dann die Selbstständigkeit oder die Freiheit noch gehen von einer Person? Genau. Darf die irgendwie bis zur Zerstörung gehen? Oder? Genau, also das könnte man auch anders beschreiben, zum Beispiel, dass die Tochter A könnte man als positiven Wert auch schreiben, greift ein, verhindert Schlimmeres. Man kann auch das Eingreifen sogar ins Positive noch formulieren. Und dann müsste man sich dann überlegen, aber die Positionen, die verschieben sich auch immer wieder. Das ist vielleicht in der Situation A, ist dieses Eingreifen sehr sinnvoll, positiv. In der Situation B entmündigt das den anderen dann. Das ist ein dynamisches Ding. Das ist Tag A, Tag B. Da sind zwei verschiedene Konstellationen da. Ja. Eine Frage noch zu der ganzen Wertetabelle. Ist nicht die Frage auch noch von einem Level, von der Wert her? Also etwas, wenn es um Lebenserhaltung geht, ist das ganz anders, als wenn es darum geht, dass ich etwas durchlösche. Ja. Also, oder dass ich noch heute Abend dieses Fernsehprogramm stehen kann. Also das ist etwas, das eher nicht abgewählt wird. Also ich, klar, ein Bewertungsschema. Oder eine kleine Struktur vom Wert, vom Level her. Es gibt eine Form, mit der kann ich mich aber nicht so gut aus. Es gibt wirklich, wir haben eine Ethika am Kantonsspital Winterthur. Da gibt es zudem hier, wo ja sehr viel Interpretation, Eigenarbeit nötig ist, gibt es noch ein Zahlensystem, ein Kodex, der dann angewendet wird und dann setzt man zum Beispiel Prioritäten. Dann sortiert man die ganzen verschiedenen Themen, macht zum Beispiel 10 und 1 und dann geht man die verschiedenen Sachen durch, wie man jetzt anfangen will und sortiert man mit Zahlen, was ist am wichtigsten, was kommt später, ist das die Frage? Ja, es geht eigentlich um zum Beispiel lebenserhaltende Maßnahmen. Also wenn ich vom Ziel her, Diskussion, dass es höher gewichtet wird,
als vielleicht ein bisschen mehr Komfort? Also das machen wir eigentlich immer mit den Patienten individuell. Das ist Was will man erreichen? Also zum Beispiel kommt dann, wenn es um den Mann jetzt, den ich eben beschrieben habe, da gibt es wirklich eine Situation, da gibt es erst Arztgespräche. Da werden die Fakten liegen auf dem Tisch, wie der Gesundheitszustand ist, was zu erwarten ist, welche Prognosen es gibt. Und dann hat man erstmal eine Ausgangsbasis. Und erst dann kann man diese nächsten Schritte dann machen. Also ich habe die Frage... Aber trotzdem, das kann man schon so eigentlich anschauen, dass man sagen kann, ja, wir wollen lieber eine palliative Medikamentenbehandlung, also die möglicherweise das Leben auch verkürzt, oder? Aber dafür hat sie keine Schmerzen. Ja, also wenn dann eine Infektion kommt, verzichtet man zum Beispiel auf Antibiotika. Und so, man einigt sich dann auf Basismedikamente, keine Schmerzen, gutes Atmen, genau. Mehr nicht. Genau. Und wenn es eine Infektion gibt, ist die Teil des Schicksals, genau. Dass man nicht mehr eingreift. Geht das, habe ich das so richtig verstanden? Oder? Ja, das geht schon in diese Richtung. Ja. Also die Variablen sind sehr, die werden individuell angetroffen. Und jeder, der zum Beispiel ins Spital kommt und erstmal sich operieren lässt, von dem geht man erstmal aus, dass er das ganze medizinische Programm will, weil er ja eine OP macht. Wenn sich dann im Verlauf zeigt, die Bedingungen ändern sich, es ist doch mehr krank oder Tumor, was auch immer, als man dachte, muss man die Situation neu bewerten. Auch das ist eben immer ein dynamischer Prozess. Das wird auch eine Patientenverfügung ist einfach mal eine Tendenz zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, die wird vielleicht immer wiederholt. Aber ich habe das auch wie oft gesehen, wenn es dann wirklich darum geht, oh, wir machen viele auch einen Rückzug von dem, was sie ursprünglich geschrieben haben. Weil wenn man das Leid dann spürt, man kriegt keine Luft, ist man dann doch eher bereit, noch was zu machen. Auch, es ist immer nur situativ. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Die seltensten Menschen schreiben ihre Patientenverfügung und die wird dann in 20 Jahren 1:1 so umgesetzt. Das gibt es selten. Meistens ist es Anpassungen, Veränderungen. Oder so, genau. Und bei der Situation hier kann zum Beispiel auch sein, dass sie vielleicht von der Depression her noch nicht optimal eingestellt ist. Wenn ihre Depression besser behandelt würde, hätte sie vielleicht den Zugriff auf andere Medikamente gar nicht nötig. Also es gibt tausend Nuancen.